Medet ya Sultanul Evliya. Wir bitten um spirituelle Unterstützung. Es ist nicht einfach, dass das Geschöpf seinen Schöpfer versteht. Wie kann es sein, dass das Geschöpf seinen Schöpfer versteht? So viel Distanz ist da. So viel Entfernung ist da. Auch wenn das Werk, Kunstwerk da Unterschrift, Signatur von Da Vinci oder Ha Vinci oder Go Vinci, Cam Vinci oder Picasso trägt. Der Schöpfer dieses Werkes, der Künstler dieses Werkes, kennt alles in diesem Werk. Alles, was das zu bedeuten hat, jeder Pinselstrich, weiß er. Er hat ein Wissen darüber, warum, wieso, weshalb. Wofür das Werk gut sein soll. Der Schöpfer dieses Kunstwerkes weiß Bescheid. Wie viel Bescheid weiß dieses Kunstwerk über den Pinselträger, Farbenzerstreuer, Farbengeber, Gesichtgeber und Existenzbringer? Keine Ahnung. Was für eine Unverständnis, was für eine Ahnungslosigkeit, Unwissenheit, was für ein Zombie-Leben. Das Kunststück hat keine Ahnung über seinen eigenen Wert und Bestimmung. Was für eine Ehre für uns Menschen, dass der Herr uns, unser Schöpfer, uns ein Verständnis dafür gegeben hat. Eine Erkenntnisfähigkeit gegeben hat. Dass wir verstehen können, sogar verstehen dürfen. Das ist eine Ehre. Wer sich selbst kennt, kennt mich. Wer sich selbst erkannt hat, hat mich erkannt, sagt der Schöpfer. Was für eine Ehre und was für eine Möglichkeit, was der Herr, unser Schöpfer, uns gegeben hat. Und der Mensch ist so töricht und bemüht sich nicht um seinen Herrn, dass er ihn besser erkennt und versteht, indem er sich selbst versteht und erkennt. Keine Bemühung, alles, was diese Welt, wie das Futter dem Tier, dem Menschen bietet, greift er danach und sucht nicht nach dem Meer. Wie das Tier auf der Weide, genügt es mir. Welches Tier schaut nach oben? Niemand. Kein Tier schaut nach Himmel. Alle gucken nach unten. Auch die da am Himmel fliegen, sie schauen nach unten. Nach Futter. Nur der Mensch steht aufrecht und kann das Licht der Sonne, das Licht des Mondes, die Schönheit der Sterne und des Himmels bewundern. Und sich sogar verlieben. Was ist das für eine Anziehung? Was ist das für eine geheimnisvolle Romantik? Denkt ihr, Tiere haben Romantik?
Welches Tier ist romantisch? Ein romantisches Tier suchen wir. Wenn wir so ein Tier gefunden haben, werden wir ihn vergolden. So ein Tier gibt es nicht. Es gibt kein romantisches Tier. Wer hat gesehen, dass ein Tier die Sterne betrachtet und bewundert? Der Mensch kann das. Der Mensch darf das. Was für eine Ehre, sein Schöpfer, dass sein Schöpfer ihn gegeben hat. Wissen wir um den Wert dieser Ehre? Wer hat danach gefragt oder gedacht über diese Ehre, Gedanken gemacht? Das ist eine Beziehungsaufbau zwischen Schöpfer oder Geschöpf und seinem Schöpfer. Nur so, wenn wir Gedanken darüber machen, was er uns alles gegeben hat, was er uns alles erlaubt hat. Es ist erlaubnisbedingt, denn alles andere Geschöpf hat er es nicht erlaubt. Und Picasso, auch wenn er es gewünscht hätte, hätte er sich das nicht gekonnt, sein Bild, sein Werk, Kunstwerk, ein Erlaubnis zu geben. Er ist selbst begrenzt. Er kann nur Pinselstriche machen und dann ran an die Wand knallen. Mehr kann er diesem Werkstück nicht geben, weil er kein Schöpfer ist. Er tut so. Ein Schöpfer zu sein, bedeutet endlos zu sein. Und ich bin Picasso, ich habe schöpferische Kraft. Du hast gar nichts. Du bist gering und begrenzt. Mit 0,00 und noch so viel 0% von Fähigkeit hast du was auf die Wand geknallt. An der Wand hängt das. Wir brauchen ein Kunstwerk, was nicht an der Wand hängt, in Todesstille, sondern läuft und einen Ton von sich gibt und sagt Allah, Allah, Allah und nach seinem Schöpfer ruft. Allah, where are you? Who are you? Yes, who are you? You are who? Who are you? Allah, Allah. Und alles ist in Meditation, wenn Sie das wüssten. Jedes Atom ist in Meditation. Ohne Meditation der Atome, Neutrone, Moleküle, ohne die Meditation und Lobpreisung unsere Zellen würden wir nicht entstanden sein, erschaffen sein und nicht ein Bild und Erscheinung bekommen können. Alle unsere Zellen rufen nach ihm. Allah, Allah. Und das gibt ihnen Lebenskraft. Und das, dieses Rufen nach dem Schöpfer, nach dem Allmächtigen, lässt sie erscheinen. Und wenn sie gemeinsam zusammen Hu sagen, Allah, dann zusammen sind sie stark und können ein Bild von sich abgeben und erscheinen als Don Juan oder Christoph Kolumbus oder Christoph Hollander oder Gustav Plunder. Wir sind ohne Zweifel ein Produkt der schöpferischen Kraft. Das höchste, schönste und beste Kunstwerk des Schöpfers. Er hat uns so schön, so in Best Quality erschaffen, so auf eine Ebene und Stufe erschaffen, dass wir ihn
in uns erkennen. Vielleicht sind wir Spiegel Gottes und Spiegelbilder Gottes. Götter können wir nicht sein, ein Gott können wir nicht sein, aber Spiegelbilder können wir sein. Die Beziehung des Schöpfers zum Geschöpf oder die Beziehung des Geschöpfs zum Schöpfer ist in dem Spiegel. Das Geheimnis der Beziehung Schöpfer und Geschöpf ist in dem Spiegel verborgen. Und wenn du diesen Spiegel kaputt schlägst, gibt es dich nicht mehr. Ihn schon, immer weiter und auf ewig, dich aber gar nicht. Behandle deinen Spiegel gut und sorgfältig. Putz ihn. Nicht, sag immer, damit es immer blanker wird, immer klarer wird. Und dann, dass du dich immer schöner entdecken kannst. Oh, heute sehe ich aber schlimmer aus. Das war nur diese Dings da hier, Beschlagung. Mach dich schöner im Spiegel, wie du dich immer vor dem Spiegel stellst und guckst nach dem Pickel, Pupp, weg und dann Puder drauf. Alter, lauf mit Butter drauf. Und dann Augenbrauen und so weiter. Und jetzt schon siehst du wieder hübscher aus. Das ist keine wahre Schönheit. Mach jeden Tag vor deinem Spiegel und bei jedem eine Beziehung zu dem Spiegel und es wird immer klarer und du wirst schöner erkennbar werden. Die Kunstwerke an der Wand, die werden niemals eine Erkenntnis über ihren Schöpfer haben können. Weil der Schöpfer, ihre Schöpfer oder ihr Schöpfer, ihr, der Künstler, der sie erschaffen hat und an die Wand geknallt hat. Sie haben diese Kraft nicht gehabt, ihren Kunstwerk diese Möglichkeit zu geben, der Erkenntnis. Subhanallah, ich wollte eigentlich was ganz anderes erzählen über Abdul Qadir Geylani und sie lassen uns so eine philosophisch-theologisch hohe Sache erzählen. Bist du gläubig, Christoph? In gewisser Weise ja. Deshalb, in gewisser Weise wollen wir gewiss machen. Deshalb, sie haben mich weiter anders geleitet, den Fluss, sodass es dass in deiner Sprache, damit in dein Glaube, in dein Herz gewiss wird. Weil es gibt keine andere Logik. Das ist nicht alles andere, ist unlogisch. Deshalb diese Beispiele lassen sie uns geben. Diese Vergleiche, das Kunstwerk an der Wand. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Nein, das ist eine andere Geschichte. Diese, alles was der Mensch erschafft, er kann das Ding, was er da hergestellt hat oder erschaffen hat, innerhalb seiner schöpferischen, geringen schöpferischen, begrenzten schöpferischen Fähigkeit, kann nur vielleicht eine Bewegung geben, aber keine Seele. Nur was eine Seele hat, kann erkennen. Hat die Möglichkeit zu erkennen. Erkenntnis, diese Möglichkeit des Erkenntnisses und Bewusstsein, das ist nur der Seele gegeben und sonst nichts. Warum?
weil die Seele zu seinem Herrn, Besitzer gehört, dem Schöpfer. Unsere Seelen, alle unsere Seelen gehen zu ihm, kommen von ihm und gehen wieder zu ihm zurück, weil er der Bewusster ist, der Selbstbewusster ist. Und der Weiser ist. Er ist der Weiser mit seiner Weisheit. Er ist der Allwissende mit seinem Wissen. Er ist der Schöpfer unendlich, mit unendlichen Möglichkeiten. Und was ihm gehört, was sein Selbst gehört, muss auch diese Fähigkeiten besitzen. Dass der Mensch diese Fähigkeiten des Erkenntnisses, des Lernens, etwas möglich zu machen, auch wenn ihm begrenzt, dass der Mensch, dass diese Fähigkeit bekommen hat, verdankt er diese Seele, was dem Schöpfer gehört. Picasso kann nur seine Unterschrift vielleicht signieren in dieses Werk, Kunstwerk, aber niemals von seiner Seele eine Seele einhauchen. Deshalb hat 2 Millionen Dollar kann es kosten, aber verstehen über seinen eigenen Wert, Bewusstsein wird es nicht können. Wenn so ein totes Gilt, Werkstück, Kunstwerk, Christoph, 2 Millionen Dollar wert ist, nur weil Picasso es gemalt hat, oder Vinci da Vinci. Was denkst du, was du wert bist, wenn ich dich verkaufen sollte? Was bist du unbezahlbar? Schau mal, du kannst sogar denken, so ein Kunstwerk bist du. Manchmal kannst du sogar schneller als ich denken. Prima. So ein wunderbares Kunstwerk. 2 Millionen Dollar und 1 Cent dazu. Ist ja teurer als dieser Kunstwerk von. Nein, unbezahlbar. Wir alle sind unbezahlbar, weil wir können reden ohne Chips in uns. Wir können hören, wir können fühlen, wir können merken, kann Computer auch vielleicht etwas, aber wir können denken, wir können erkennen, erfassen und wir können wachsen. Wir können, wenn wir noch mehr wachsen und Beziehung, stärkere Beziehung aufgebaut haben zu unserem Schöpfer, wer hat uns erschaffen, nicht an die Wand geknallt, sondern laufen lassen. Frei. Bio-Schöpfung Gottes. Die Freilaufschöpfung. Geschöpfe. Wenn wir, je stärker wir diese Beziehung aufbauen, dann können wir sogar, gibt uns Allah, unsere Seele, die Erlaubnis, noch mehr zu sehen. Was das Auge nicht mehr fassen kann, weil es Kopfauge ist und nur auch gering ist, mit seinen Fähigkeiten begrenzt ist, und das Ohr, können wir mit dem Herzen, Ohren des Herzens, Augen des Herzens sehen und hören, unerreichbare Distanzen, Entfernung. So, dass wir sogar geschafft haben, dass es niemals eine Entfernung gegeben hat. Dass es niemals eine Distanz gegeben hat. Dass es dem Fremden nie gegeben hat. Das heißt, dass es den anderen nicht gegeben hat. Den anderen gibt es immer aufgrund dieser Distanz. Wenn man in einer Einheit ist, so nah in einer Einheit, wie du und ich zusammen sind, wir das selbst gewohnt sind, dann wie kann es sein, dass es den anderen gibt? Möge der Herr uns Verständnis geben, mehr Verständnis, Licht, das Verstehen. Und diese Möglichkeit haben wir. Wir müssen nur verlangen danach.
und dass er uns die Erlaubnis gibt, dass wir mehr aus uns machen können, hängt davon ab, Christoph Kolomb, nein, niemals bist du Kolomb, er war ein Unmensch, du ein Mensch. Du wirst niemand schaden, wegen des Goldes. Wir müssen nach ihm, danach verlangen. O Herr, gib uns mehr Licht zum Verstehen. Gib uns mehr Licht zum Erkennen. Öffne unser Herzen und öffne unser Verstand. Und das will er hören. Darauf wartet der Schöpfer. Je mehr du danach verlangst, Don Juan, desto mehr erlaubt er dir. Das ist Verlangen und Erlauben, Verlangen und Erlauben. Wie sagt man das im Geschäftsleben, Don Juan? Nachfrage, Anfrage? Nein. Hä? Nachfrage, Angebot. Nicht Angebot, Nachfrage. Nachfrage, zuerst Nachfrage, dann Angebot. Oder? Wie läuft denn das im Geschäftsleben? Nachfrage stellt das Angebot. Nachfrage. Dann gibt es Nachfrage, dann gibt es kein Angebot. Türkische Nachfrage. Wenn man verlangt nach etwas, bietet man. Ich will Wasser, kriegt man Wasser. Wenn du nicht nach Wasser verlangst, kriegst du kein Wasser. Du verlangst nach deinem Lohn. Der Chef sagt dir, arbeite für den Lohn. Dann kriegst du deinen Lohn. Du musst was machen dafür. Und das, was wir machen, ist verlangen nach ihm. O Herr, öffne dich. Ich öffne mich, komm näher dann zu mir. Mach einen Schritt Richtung zu mir. Und das ist, was der Herr uns verspricht. Wer einen Schritt meine Richtung macht, sagt er. 10 Schritte mache ich seine Richtung. Was für ein bescheidener, höflicher Gentleman ist er. Was für ein edles Sein hat er. 1 Schritt nur will er von dir sehen, sodass er dir 10 Schritte macht. Warum du 1 Schritt, er 10 Schritte? Weil mit 1 Schritt kannst du ihn nie erreichen. Er muss Richtung dir seine Schritte, 10 Schritte machen, weil er dich erreichen wird am Ende wieder. Dieser 1 Schritt ist nur das Rufen nach ihm und Verlangen. Ruf nach ihm. Du kannst Millionen Lichtjahre laufen, laufen, laufen und niemals an seine Tür gefunden haben. Weil so eine Tür gibt es nicht, durchlaufen zu finden. Du musst durchlaufen, Ebenen. Stufen musst du durchlaufen, nicht Straßen. Verlangt nach ihm, je mehr du verlangst, öffnet, das ist eigentlich Sesam, öffne dich, Christoph. Je mehr du nach ihm rufst, er lässt einen Schleier von sich fallen. Ein Schleier von sich fallen. Ein Schleier und er wird immer durchsichtiger. Und sichtbarer für dich. Und dann, oh, wirst du feststellen, erkennen, er war nie getrennt von dir. Er war eigentlich näher als dein Halsschlagader dir. Hast du aber nicht verstanden gehabt. Möge Allah uns gutes Verständnis geben. Mögen wir kein Picasso-Bild sein oder Da Vinci. Wir haben so einen Schöpfer, Künstler, der uns erschaffen hat. Ihn können wir niemals, niemand ist jemals in der Existenz, der ihn übertreffen könnte mit seiner schöpferischen Kraft. Möge Allah uns
Erfolg geben, dass wir ihn mehr und besser erkennen. Immer mehr und immer besser. Am Ende, dass wir ihn gefunden haben. Christoph, welches Geschöpf, welches Kunstwerk an der Wand kann sein Schöpfer sehen? Kann jemals ein Picasso will Picasso zu sehen bekommen? Sag es mir schnell. Warum nicht? Du glaubst, aber dieses Bild an der Wand mit deiner Logik, wenn ich dir sagen würde, hängt von sich aus da dran an der Wand, hat immer so gestanden, wirst du doch mit deiner Logik zu mir sagen, bist du verrückt. Es hat ihn jemand gemalt, hergestellt, erschaffen und an die Wand geknallt. Stimmt das? Bitte? Ein Stück vom Schöpfer ist mit drin. Ein Stück nicht, ein ganzes Stück. Weil sonst würde der am Boden hängen, nicht an der Wand. Da muss man hier der Schlägertyp da sein. Gib es zu, wir müssen zugeben mit unserer Logik. Wenn ich dir sagen würde, das hängt von alleine da, du wirst mich als zum Verrückten erklären. Warum? Und ich frage dich, warum soll ein Schöpfer sein, dieses Geschöpf? Sieht ihn doch nicht. Was das Werkstück da, wenn das ihn nicht zu sehen bekommt, dann ist klar, dass für diesen Kunstwerk da kein Schöpfer geben kann. Wie logisch ist das? Nur weil wir unseren Herrn nicht sehen können, dass es ihn nicht gibt, wie logisch ist das? Don Juan, ich habe dich an die Wand, wie Jesus ist nie an die gekreuzt, aber ich nagel euch fest. Nicht ich, das machen die da oben. Kein Geschöpf kann sein Schöpfer sehen, Ende aus. Nur die es geschafft haben zu sehen, die wissen es. Wir sehen, dass jemand das gemalt hat und gehangen hat. Die, das sind die Weisen, das sind die Propheten, das sind die Heiligen. Deshalb sind die besondere Menschen. Die können sehen, sie haben ihn gesehen, sie haben erreicht. Sie sind da raus aus dem Rahmen. Aber die anderen, die meisten Menschen, Rest der Welt, die Mehrzahl Menschen, die haben nicht die Möglichkeit, oder sie haben die Möglichkeit, aber nicht daraus gemacht. Und dann sind sie in ihrem Rahmen stecken geblieben und nicht rausgekommen. Und wer innerhalb seines Rahmens stecken geblieben ist und nicht rauskommen konnte, wie soll er seinen Schöpfer gesehen haben? Und dann hatte er Behauptung, es gibt ihn nicht. Wieso? Es gibt dich doch. Ja. Wie kann es sein, dass es ihn dann nicht gibt, wo es dich gibt? Schau mal das Bild da oben. Es gibt ihn darum, weil es ihn gegeben hat, den Picasso. Aber das Ding da wird ihn nie zu sehen bekommen. Das ist der Vergleich zum Verstehen. Wir sind schwache Menschen. Wir sind bedürftig. Wer gibt uns unsere Bedürfnisse? Macht euch Gedanken. Diese Welt hat Luft, hat Wasser, hat alles Boden. Alles, was wir brauchen, werden wir arbeiten, um unsere Bedürfnisse zu stellen. Wer hat das vorbereitet? Er hätte uns auf Mars, in Mars auch erschaffen können, wären wir, bevor wir erschaffen sind, tot. Weil die Luft ist nicht für uns geeignet. Das Wasser ist nicht für uns geeignet. Der Boden ist nicht für uns geeignet. Mögen wir gutes Verständnis haben. Und trotzdem, dass ihr mich lieb habt. Fatiha.